Willkommen zurück zu Persona 5 Royal. Letztes Mal haben wir tatsächlich den Prangerkartenpunkt bei Futaba erreicht. Das ist ganz cool. Jetzt heißt es mal gucken, was wir noch so machen können. Jetzt natürlich nicht viel, weil wir jetzt gerade aus dem Dungeon rauskommen. Ich überlege tatsächlich gerade den Geladen zu wischen und nochmal einen Punkt bei ihm zu bekommen. Wir wissen, wir brauchen noch welche und ein bisschen Güte zu generieren. Hey. Genau, das tun wir jetzt auch. Ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen die Freizeit nutzen. Ich hoffe, ich habe ein paar gute Optionen, also gute Gelegenheiten für Yusuke und Makoto. Ah, mal gucken, ne? Well then. Die Texte kennen wir alle. Oh. Oh. That should do it for now. Würde dieses Mal mein favorisierter Schadenswert Güte zum ersten Mal steigen oder doch nicht? Ich muss sagen, dieses Spiel steigt es. Ich habe ja nicht mal versucht, automatisch hier gleichmäßig steigen zu lassen. Aber es steigt irgendwie von Natur aus relativ gleichmäßig. Man hat nicht so viele Optionen, fokussiert etwas in krasser Weise zu steigern. Weil letztes Mal, wenn man die Bücher benutzt, die sind schnell aufgebraucht und dann fängst du an, die anderen Bücher zu benutzen, die halt die anderen Werte erhöhen. Alle Sachen, die du zwischendurch machst, erhöhen verschiedene Werte. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen darauf ausgelegt, dass man die Sachen relativ gleichmäßig macht. Klar, es gibt natürlich gewisse Jobs und gewisse Tätigkeiten, die mehr bringen, aber die mache ich nicht so häufig, weil sie auch extrem viel Zeit kosten. Und das meistens auch nur für ein paar wenige Punkte. Naja, mal gucken. 31. Letzter Tag dieses Monats. Pflanze, geht's gut? Nice. Okay. Madame Gesundheit. Ich hoffe, du bist nicht die einzige Option. Doch, bist du. Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe mir das Gefühl, dass es ähnlich wie bei alten Persona-Spielen ist, dass man oftmals keine Angebote von Leuten bekommt, wenn man noch den Dungeon abschließen muss. Und das fand ich schon damals irgendwie dämlich. Vor allem, weil es hier eigentlich schon immer wieder deutlich gesagt wird, hey, du kannst eigentlich auch mit den Leuten abhängen. Wollen wir wirklich miteinander abhängen? Wir müssen doch noch einen Dungeon machen. Sagst du, nein, wir können ruhig abhängen, wir haben noch Zeit. Wir haben noch genug Zeit, oder? Ich möchte mit Leuten abhängen. Ich will jetzt heute auf keinen Fall Futaba abschließen. Das ist mir zu schnell in Name. Ich hoffe, wir können also irgendeine andere Tätigkeit finden. Tai ist natürlich zur Not eine Option. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich einen Tag heute mal nutzen, um irgendwo zu arbeiten, was ich so selten tue. Haben wir in der Arbeit die Güte erhöht? Ich glaube nicht. Oder? Ich sollte vielleicht mal wieder seit langem gucken, ob es vielleicht sowas wie neue Jobs gibt. Ist ja nicht undenkbar. Ich gehe erstmal hier hin, wenn das sowieso schon richtig ist. Ich würde gerne wissen, hier, Yusuke ist hier. Warum kann ich nicht mit dir abgehen, Yusuke? Okay. Ach, warte, der Deal ist auch wichtig. Moment. Ja. I see. Es scheint wirklich so zu sein, dass sie mir blockiert werden, wegen nicht der Erfüllung des Palastes. Das finde ich doof. Das finde ich wirklich doof. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe diese eine Fähigkeit bekommen, die war gut, ne? Welche war das nochmal? Körperlich widerstehen, genau. Die wollte ich gerne nochmal verdoppeln, weil das ist eigentlich relativ gut. Very well. Well then. Ja, ich bin nicht begeistert. Aber okay, also wenn es jetzt nicht weiter so zieht, die nächsten Tage, dann habe ich sie im Grunde schon weggeschmissen. Weil ich denke mal, hätte ich Futabas Herz schon gestohlen, könnte ich mit ihm abhängen. Und das ist halt doof. Das heißt, eigentlich werde ich doch dafür belohnt, die Scheiße so früh wie möglich abzuschließen. Und gar nicht jetzt irgendwas anderes zu machen. Was nicht notwendig gewesen wäre, finde ich. Und wir haben ja schon oft genug mit Leuten abgehangen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich wiederhole mich hier unnötig für Verschwendungszeit. Raffleesia erhöht Charme. Und die anderen Sachen haben nichts verbessert, was mir jetzt was helfen würde. Im Kino läuft wahrscheinlich noch der Yakuza-Film, schätze ich mal. Nee, es muss ein neuer Film sein. Stimmt, das war der letzte Tag des Films, ich erinnere mich. Das war ja der letzte Tag des Films. Aber kann ich irgendwo Güte verbessern und arbeiten? Nee, ne? Bin ich jetzt irgendwie vergesslich oder ist das wirklich so, dass es eigentlich gar nicht geht?
Wir zum Beispiel auch. Ich wette mit euch, dass vor dem Schulgang jetzt Makoto rumsteht. Okay, das weiß ich nicht sicher, weil Yusuke ist öfter da. Ja, Makoto steht auch hier rum. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten, die ich nicht nutzen kann. Wahrscheinlich nur, weil ich den Palast bisher nicht abgeschlossen habe. Und da gibt es einfach keinen Grund für. Also ich gehe davon aus, dass es deswegen ist, weil sie sind ja beide hier und beide theoretisch parat. Verstehe ich einfach nicht. Sehe ich keinen guten Grund drin. Ich könnte nochmal Dart spielen. Ehrlich gesagt, ich könnte Darts spielen, was ein Witz ist, dass ich die Leute zum Dart einladen kann. Weil ich mich nicht mit denen abhängen kann. Aber wir müssen Makoto noch unbedingt pushen, richtig? Let's do it. Makoto hatte bisher noch keinen einzigen Punkt beim Dartspielen. Das heißt, Dartspielen wäre es zumindest wert. Wenn ich morgen denselben Effekt habe, werde ich Futaba bereits abschließen. Weil ich kann nicht einfach Tage wegschmeißen, wo ich potenziell mit Leuten abhängen könnte. Das geht einfach nicht. Okay. Was wollte ich jetzt gucken? Ach ja, wo kann ich das überhaupt sehen? Kann ich irgendwo sehen, welche Übergabestufe 2, genau. Und sie hat immer noch 1, weil ich sie noch nie benutzen konnte. Also das Beste, was passieren könnte, ist, dass wir sie jetzt gezielt machen und er dann wenigstens als Partner dazukommt, oder? Eigentlich schon, also als zweiter Partner. Am besten wäre es ehrlich gesagt, ihn, glaube ich, zu gezielt zu machen und sie als Partner dazu zu holen. Aber ich kann mir nicht aussuchen, wer der zweite Spieler ist. Ich kann mal davon ausgehen, dass es jetzt random passieren würde, aber das Risiko gehe ich nicht ein. Wir spielen jetzt Darts und rufen Makoto. Makoto. Hey, hey. Thank you. Ich kann ja auch komischerweise dich einladen, Morgana. Ich frage mich, ob du dann mitspielen kannst. Du wärst ja auch noch Stufe 1, aber ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Hey. Nur als Berater wäre ja auch Blödsinn, weil ich muss dann ja jede Runde spielen, aber vielleicht ist es wirklich so. Hey. Gut, fangen wir mit unserem Spiel an. Hey Rin, können wir zuerst gehen? Ich möchte meine neue Technik ausprobieren. Und die Regeln probieren wir 301. Man muss mit dem Grundlagen anfangen, oder? Let's do this. Wer ist jetzt der zweite Partner? Ryuji, weil er da vorne schon steht? Oder doch Yusuke, weil er da hinten steht? Ich hoffe, es ist Yusuke. Weil Ryuji ist schon voll, das ist ja Blödsinn. Weil wir vielleicht ein paar Noten verdienen könnten. Wir brauchen noch Noten bei ihm. Also es wäre nicht komplett umsonst. Wir müssen es auch schaffen, ne? Das ist auch eine andere Frage. Erstmal das jetzt hier schaffen. Cool bleiben. Alright, then. 301 ist ja eigentlich ziemlich simpel. Wir spielen wieder mit dem Bullseye. Warum spielen wir mit dem Bullseye? Weil wir rausgefunden haben, dass wir einen Können-Bonus bekommen, wenn wir diese Kombo-Schüsse machen, ne? Also zum Beispiel dreimal in Schwarz und so ein Kram. Wenn ich das hinkriegen kann, warum soll ich das nicht nutzen? Das soll jetzt nicht ins Schwarze, aber vielleicht reicht Bulls ja auch. Mal gucken. Das war knapp. Yes. Das war fast kein Bullseye mehr. Ja, das ist ein bisschen schief gerade hier, ne? Dann machen wir nochmal neu. Das ist doof. Gerade zusammengewabert. Nein! Ah, das war schlecht. Ja, das war... Ich hätte es besser machen können. Ich hätte in Ruhe zielen sollen. Sorry. Ich bin dran. Jetzt einfach nur so machen wie in der Simulation. I'll give it a try. Ja, schaffen tun wir das schon, aber... Das war gerade ungünstig und schade. Und sie hat offensichtlich Bock auf komische Zahlen. Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich bin jetzt derjenige, der es beenden muss. Calm down. Schon die dritte Runde. Versuch fokussiert zu bleiben. I'll leave it to you. Ja, schon die dritte Runde. Wir müssen noch 83 machen. Dann mache ich jetzt. Das Dumme ist, ich kann jetzt kein dreifach Medium, also ein dreifach Bullseye mehr machen. Das geht einfach nicht mehr. Ich sollte am besten ein Bullseye machen. Dann eine 3 und dann, was ist da noch übrig? Ne, Quatsch, was laber ich da? Eine 3-10, damit ich eine 20 dann auch noch machen muss, ne? Ja, genau. Es ist ein Bullseye. Das ist jetzt wichtig. Das muss klappen. Jupp, das war ziemlich zentral. Incredible. Hübsch. Okay, 3x11 würde auch gehen. Wäre natürlich aber eigentlich schwieriger, ne? Aber warum versuchen wir es nicht? Wir haben ja noch genug Würfe, oder? Und wenn sie dran kommt, ist ja auch cool. Da kann ich finden, das Richtige sagen. Aber ich versuche mal, die 3x11 zu machen. Das ist definitiv machbar. Ach, Ostermann heißt Green Quarzer und verkackt ist. Jetzt brauchen wir nur eine 9, das ist auch machbar. Komm, was soll's. Machen wir jetzt eben hier. Das schaffe ich ja wohl hoffentlich. Komm, der ganze obere Bereich in die 9, sodass ich es auch nicht mehr verkacken kann. So. Schön. Ja, Dart-Neuling. Incredible. 0 Punkte, wir haben es geschafft. Wir waren ein großartiges Team. Yes, I feel great.
Immerhin Rang 2 endlich bei dir, das ist mir wichtig. Very well. Okay, ich werde der Nächste sein. Tanzen, wie mit der Darts. Sehr gut, da kann ich Eve maximieren vielleicht. Und die Regeln spielen wir 501. Ich will mich herausfordern. Let us go. Und so fängt es an. Reg dich bloß nicht auf. Geh es ganz natürlich an. Ja, so schlecht wie gerade eben kannst du nicht nochmal leiden, oder? Komm, das machen wir schön. Das sind drei Asse hier und dann ist gut. Yes. Muss doch nicht schwarz sein, hauptsächlich bold sein. Oh. Mal schon ein bisschen ganz lange warten und einfach schießen, wenn es geht, ja? Ja. How could this be? Patrick! Ich bin dran. Ich liebe diese Anspannung. Hau rein, Yusuke. Mach's uns schön einfach. Und hau ein paar hohe Zahlen weg. Das ist keine hohe Zahl. Das auch nicht. Naja, das war ziemlich schwach, ehrlich gesagt. Aber okay genug. Hoffe ich. Also ich muss wahrscheinlich letzte Runde dann selbst machen. Mal gucken. Mal gucken. Runde 3. Okay. Yes. Oh. Schön. For real? Er kann beenden, ne? Brother of Free in the Black, schön. Das heißt, wir haben extra Bonus, wenn wir kriegen, oder? Hoffe ich zumindest. Wäre schön. Let's go. Das ist eine kritische Situation für mich. Fahrt fort, wenn ich weg bin. Was? It's my turn. Was? Okay. Ich kann ihn nicht aufbauen gerade. Ich hoffe, er versaut es wenigstens nicht. Okay. Er konnte es gar nicht schaffen, ne? Deswegen konnte ich ihn nicht aufbauen, klar. Eine 63. Das ist ein bisschen tricky, aber auf jeden Fall machbar. Ich mache jetzt mal eine 50 und dann gucken wir weiter. Die letzte Runde. Ich werde dir bis zum letzten Augenblick zusehen, also wie dich ins Zeug. Ja, kein Problem. Take it from here. Kein Problem. Machen wir. Erstmal nur eine 50 hier. Na, ist damit ein bisschen zu knapp. So. For real? Jetzt brauchen wir eine 13. Das ist ein normales Feld. Das sollte also kein Thema sein. Ja. Gut. Nice one. Finish. Das war viel besser, oder? Komm, Profi, ja. Komm. Ne? It's beautiful. Vom Neuling zum Profi. Eine perfekte Null, ein perfekter Erfolg. Die Göttin des Sieges hat auf uns herabgelächelt. Und damit bist du Maximir. Das heißt, jetzt fehlen nur noch Makoto und theoretisch Morgana. Aber Makoto hat immerhin jetzt auch Rang 2, was ganz angenehm ist. This is good. Oh, das war echt eine Hammer Leistung. Können kann man halt wirklich auf diese Weise sehr leicht generieren, ne? Die Präzision, die man braucht, ist anstrengend, oder? Aber man merkt, dass du es dann gewachsen bist. Ich meine, das sind schon wieder 3 Punkte. Ich könnte jeden Tag 3 Punkte können bekommen. Auf diesem Weg. Das ist schon krass. That was time well spent. Okay, ein paar Noten bei allen. Das freut mich. Insbesondere bei Ryuji. Bei dem brauche ich sie auf jeden Fall. That should do it for now. Wir können trainieren und gleichzeitig Spaß haben. Ja, das kennen wir alles, glaube ich schon, ne? See you later. Und jetzt gucken wir mal. Also, wenn ich jetzt schon wieder nicht mit Yusuke und Makoto sprechen kann, obwohl die anwesend sind, was ja vielleicht am Sonntag gar nicht der Fall ist, ne? Dann mache ich sofort einen Dungeon. Weil dann muss ich offensichtlich so schnell wie möglich Dungeons machen. Ob ich das jetzt sinnvoll finde oder nicht, muss halt. Also, was gibt's Neues? Es hat sich nichts getan, oder? Matchet haben bisher auch noch nichts unternommen. Ich habe gehört, die privaten Daten deiner Firma wurden geleakt oder so. Waren das Matchet? Sitzen die Phantomdiebe nur rum und drehen Däumchen? Tut was. Naja. Man, it's hot. Noch eine Hitzewelle. Haben wir gar keine Pause verdient? Hitzewelle ist schon scheiße, ja. Hey, ich habe gehört, dass die Infos von irgendeiner Firma geleakt wurden. Ja, sieht aus, als hätte jemand die privaten Deals einer großen Firma öffentlich gemacht. Hat für großes Aufsehen gesorgt. Die Leute fragen sich, ob Matchet dahinter steckt. Glaubst du, es war Magic? Ich denke nicht. Das scheint nur eine kleine Sache zu sein. Ganz anders als das, was Magic bisher abgezogen hat.
Ach ja? Also war es nicht mehr Chad? Verdammt, dieser Mist war echt gruselig. Es ist heutzutage ziemlich schwer, keine Kurzschlussreaktionen auf dieses Zeug zu haben. Manchmal reagieren die Leute auf solche Situationen, indem sie die Phantom-Team um Hilfe bitten. Wir müssen eine Möglichkeit finden, uns für sie einzusetzen. Vortag ist heute. Das ist interessant. Ich habe gerade keine Sonne, ehrlich gesagt. Oder? Ich meine, ich habe gerade keine Sonne, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich habe eine Sonne, Donnervogel. Dann sollte ich mit ihm abhängen. Ich habe eh keine andere Option. Oder? Ist Mond, ne? Nee, okay, ich könnte auch mal vielleicht die Fortuna jetzt aktivieren. Stimmt. Aber Fortuna geht an verschiedenen Tagen. Da machen wir doch heute ausnahmsweise mal wieder seit langem den Politiker. Yoshida. Everyone. Zivile Unordnung und wirtschaftliche Unsicherheit versetzen unsere Bürger in Aufruhr. Wir müssen dieses Problem durch soziale Reformen der Regierung unbedingt auflösen. Doch auf wen kann man sich heute noch verlassen? Richtig, die Phantomdiebe. Der Umstand, dass sie verehrt werden, beweist, dass unsere Regierung nicht funktioniert. Die Misswirtschaft durch politische Autoritäten hat uns in unsere schreckliche Lage versetzt. It's quite hot. Ganz schön heiß heute, oder, Korsakun? Ich schwitze furchtbar. Du solltest reichlich trinken. Schließlich willst du keinen Hitzeschlag erleiden. Was hältst du eigentlich von unserer derzeitigen Regierung? Ich finde, sie handelt falsch. Das werde ich in der Rede thematisieren. Bitte hör sie dir an, denn ich möchte deine ehrliche Meinung wissen. Machen wir das so. Wir können ja auch steigen. Und, willst du Yoshida helfen? Klar. I feel indebted. Wirklich, das wäre eine große Hilfe. Dann fangen wir an. Everyone. Jetzt habe ich gerade Sonntag gesagt. Wir sind ja gerade am Sonntag gewesen, als wir Dark gespielt haben. Ich meine Montag. Und Montag müssen Leute zur Verfügung stehen, normalerweise. So. In unruhigen Zeiten werden die Überzeugungen einer Regierung oft auf die Probe gestellt. Die jetzige Regierung weigert sich aber, über ihre Pläne für die Zukunft zu sprechen. Können wir einen solchen Mangel an Transparenz wirklich hinnehmen? Diese Kritik an der Regierung hört man zurzeit andauernd. Weil der Abgeordnete Shido mit genau dieser Aussage sehr beliebt geworden ist. Er plappert also nur die Regierungskritik eines anderen Politikers nach? Anscheinend. Erst stiehlst du Parteigelder, jetzt stiehlst du Ideen. Tu nicht gut, Tora. Spar dir die großen Worte, Ex-Knacki. Ich habe mir mal wieder den Zorn der Zuhörer eingehandelt. Er sagt also, wenn er in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, verdient keine zweite Chance. Was kann ich dazu sagen? Du störst das Publikum. Wie bitte? Hast du was zu sagen, Kleiner? Was denkst du? Was ist denn mit dem Teenager los? Hör dir an, was er zu sagen hat. Du kleiner Mistkerl. Ja, ich bin Tu nicht gut, Tora. Und ich habe Fehler gemacht. Ja, ich bin unbeliebt und machtlos. Aber das hat nichts mit meinen Argumenten zu tun. All das habe ich durch meine Probleme gelernt. Yes. Macht euch ruhig über mich lustig. Aber ich werde weiterhin gegen das Unrecht in der Welt kämpfen. Ich hätte das Oberste wählen sollen, ne? Ich habe lange überlegt. Mist. Aber beim Ex-Knacki da. Mit den guten Argumenten. Die Rede heute war voller Leidenschaft. Unerwarteterweise, muss ich sagen. Aber das Highlight war deine Geschrei. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das ist sehr vielversprechend. Aber übertreib es nicht. Du solltest möglichst vermeiden, dir Feinde zu machen. Okay, das war's dann also für heute. Ihr zwei seid der Wahnsinn. Ich lag total falsch. Auch wenn jemand in der Vergangenheit gescheitert ist, verdient er eine zweite Chance. Mehr wollte ich nicht sagen. Okay. You. Sowas überhaupt zuzugeben, braucht schon eine gewissen Mut. Bitte warte. Thank you. Danke. Mehr wollte ich nicht sagen. Du bist wirklich seltsam, genau wie dieser Junge. Ich habe heute etwas von deinem unbezwingbaren Geist gelernt. Ich verliere immer die Nerven, wenn mich jemand Tunichgutora nennt.
Aber du siehst mich als jemand mit Wert, also werde ich von dir wegen Kritik nicht einknicken. Du hast mir heute beigebracht, dass ich mehr Vertrauen in meine Argumente haben muss. Meine Bindung zu Yoshida vertieft sich. Ich habe noch nicht eine Note bekommen. Gut, okay, nicht schlimm, aber trotzdem schade. Immerhin Rang 4 bei ihm erreicht. Alright. Wenn ich bei dir bin, ändert sich meine Art zu denken. Muss da ein jugendlicher Einfluss sein. Ach, entschuldige, leider haben wir keine Zeit mehr. Bei der Rede zu helfen hat meinen Charme. Gut, immerhin das auch, genau, nice. Nehme ich gerne mit. I shall ask you again another time. Gute Arbeit heute. Bis bald. Ich habe nicht eine... Beim Telefonat ist vielleicht noch? Wie so ein Telefonat? Ja, immerhin. Aber ich muss trotzdem irgendwas Falsches gewählt haben. Ich glaube, das mit dem Ex-Knack und den Argumenten war besser. Aber egal. Hallo, danke, dass du heute so fleißig warst. Dank dir habe ich mich an etwas Wichtiges erinnert. Jetzt, da ich drüber nachdenke, seit dem Skandal habe ich mich alleine und hilflos gefühlt, als wäre die ganze Welt gegen mich. Vielleicht habe ich mich an all die Kritik gewöhnt, aber mir fiel auf, dass ich etwas übersehen habe. Ich habe die vergessen, die mich unterstützt haben. Und viel Mut mit ihrer Gegenwart gemacht. Und wie viel Mut mit ihrer Gegenwart macht. Es mag dir vielleicht offensichtlich oder trivial vorkommen, aber ich hoffe, du weißt es auch zu schätzen. Das tue ich. Wow, zwei Nötchen. Gut, freut mich zu hören. Ich werde es in meinem Herzen tragen. Ich darf nicht zulassen, dass ich es wieder vergesse. Gut, ich verlasse mich auf meine nächste Rede, auf dich. Bis bald, Kurosakun. Aber ich weiß nicht, ob die Sonne kommen wird, weil ich glaube, im nächsten Mal werden wir nicht steigen und ich weiß nicht, ob ich für dich einen Tag wegschmeißen würde. Wer könnte das sein? Jemand, der morgen hier auftauchen wird. Ich belästige dich morgen. Bei dir ist trotz der Hitze allgemein angenehm kühl. Ich habe ein Buch, das ich lesen möchte. Wenn etwas passiert, bin ich sofort da. Wenn es für dich passt, können wir abhängen. Ich weiß immer noch nicht, ob das Abhängen in diesem Fall bedeutet, dass man auch steigt. Ob das ein Event erzeugen kann oder ob das etwas Spezielles ist, was kein Event bringt. Ich brauche nämlich keine Noten bei ihm. Aktuell. Mach dir keinen Kopf, wenn du schon etwas vorhast. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Bis dahin, einen schönen Tag. Yusuke kommt morgen her. Er weiß ja, Sommerferien wirklich zu nutzen. Ja, ich gehe ins Bett. Ja. Ich bin gespannt. Ich muss es für immer riskieren. Oder? Auf der anderen Seite, wenn Makoto heute verfügbar wäre, dann wäre das natürlich auch eine Option. Hey, Rin, du hast Besuch, ich weiß. Jetzt wäre Yusuke hier. Komm, wir gehen wieder runter. Gucken wir mal. Weil sie ist die Einzige, die bei der Schule stünde. Ist keiner. Okay. Das heißt, ich könnte heute auch nur mit Yusuke abhängen. Focus. Aber ich weiß nicht mal, ob dieses Abhängen mit... Sind die immer blau, wenn man sie analysiert, oder kann man jetzt mit ihm steigen? Ich will mal kurz gucken. Ne, kann ich nicht. Ich habe gar nicht mehr eine Chance. Aber vielleicht könnte ich mit ihm steigen, wenn eine Chance da wäre, mit ihm abzuhängen. It's somewhere. Du hast halt nicht mal ein Kartensymbol über dem Kopf. Das kann nicht gut sein, oder? Oder bin ich blöd? Ich will dann wieder einen Tag wegschmeißen, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich extremst. Aber ich muss es einmal wissen, ob das Rumsitzen hier zu einem Event führen kann. Ich schätze fast nicht. Hi. Ich habe hier auf dich gewartet. Ach, und ich habe ein Kunstbuch dabei, das ich gerne mit dir lesen möchte. Wenn ich mit Yusuke ein Buch lese, könnte ich meinen Charme erhöhen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, meine Bindung zu ihm zu stärken. Wenn wir den Palast heute nicht infiltrieren, könnten wir dieses Buch nach Athen suchen. Ich verzichte. Well then. Vergiss es, Leute. Ach, und ich kümmere dich nicht um mich. Ich werde zwischen zwei Zeichen betrachten. Vergiss es. Mhm. Er sagt mir nicht umsonst jetzt nicht diese typischen Worte. Wir können bald steigen. Es wird mir jetzt nur Charme bringen und Pluspunkte bei ihm. Das Problem ist, ich brauche keine Pluspunkte bei ihm. Ich könnte bei ihm eh schon steigen. Ich muss offensichtlich den Dungeon so früh wie möglich abschließen. Und in Zukunft werde ich das auch beherzigen. Weil ich habe jetzt echt Tage verloren. Ich hätte Yusuke und Makoto steigern können. Und das ärgert mich sehr. Das heißt... Wir bereiten alles vor für den Dungeon. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz vorher zum Shop, weil ich kurz checken möchte, ob da noch Waffen sind, die ich gerne kaufen möchte. Mhm, ich schon wieder, genau. Ich habe keinen Mut für dich, also müssen wir nur handeln. Okay. Alright, which one? Gibt es sogar neue Waffen bei dir? Aber die sind schwächer als das, was ich gefunden habe, logischerweise. Das wäre nicht stärker als was er vorhat. Hätte halt ein bisschen mehr Genauigkeit, aber das andere hat einen extra Effekt und ist genauso stark. Da gebe ich kein Geld für aus. Morgana hat ein Schwert gefunden im Dungeon. Braucht also keins. Panther hat schon eine Schwertpeitsche ausgerüstet. Brauchen wir sie nicht zu kaufen.
Yusuke könnte mittlerweile mal upgraden, ne? Das momentane Schwert, was er hat, ist nicht viel schwächer, oder? War das nicht 140? Oder war das 100? Nee, es war 130. Das heißt, das ist schon ein gutes Stück stärker. Dann kaufen wir ihm das Shaishiki-Schwert, oder Saishiki-Schwert wahrscheinlich. That's what you're choosing? Ja. You better not use it to pull a prank. Ausrüsten. Verkaufen. Das war das besondere, was wir hergestellt haben. Was soll ich damit noch machen, ne? Also weg damit. Makoto, du könntest auch von einer neuen Waffe profitieren. Das Ding macht dich nur stärker. Das bringt auch Strength, aber wenn ihr mal das hier, was auch mehr Präzision hat, geballte Faust. That one, don't break it, okay? Kommen wir dann bei Schusswaffen vorbei. Alright. Sounds good. Eliminator ist erheblich viel stärker. 30 Punkte. That's what you're choosing. You better not use it to pull a prank. Alright, which one? Ist auch erheblich stärker. Ist es wert. Sounds good. Hier haben wir was gefunden. Er kommt mit 3. Ist aber. Nee, das haben wir nicht gefunden. Ja, Quatsch. Absoluter Quatsch. Aber es ist auch stärker. Ich weiß, das kostet verdammt viel Geld. Aber es ist mit allem wert. Wir können ein bisschen was verkaufen gleich. Alright, which one? Tarantula? Ja. That one. You better not use it to pull a prank. Sounds good. Und das Rebellengewehr. That's what you do, I get. Alright, which one? Und Ling Shi. That one, how's that? Gut, es hat viel Geld gekostet, aber wir können ein bisschen was verkaufen. Ich habe nämlich lange nicht mehr verkauft. Das bringt immer noch mal 86.000. Also wir landen wieder über 200.000 Yen und das ist für mich mal eine relativ gute Wohlfühlzone, sag ich mal. Noch viele alte Waffen, die wir verkaufen könnten, ne? You should be grateful. I guess that's fine. Schwarze Waffen darf nicht verkaufen, weil die kann man verwandeln, ne? Das ist klar. You should be grateful. I guess that's fine. 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 You should be grateful. Lass mich da rein. Alle mal die Schusswaffen vielleicht noch übrig haben. Ich würde sagen, das war schon ganz gut. Bessere Waffen. Gewaschen habe ich damals schon, ne? Habe ich noch was anderes zu waschen gehabt? Ja, diese Wolfsrüstung war neu. Shit. Die zu waschen wäre es bestimmt immer wert gewesen, aber da müsste ich wieder einen Tag wegschmeißen. Das sehe ich nicht ein. Also, heute, Feuerkarte. Versteck. Alles für den Bosskampf vorbereiten. Ich werde es jetzt auch immer so machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade Gelegenheiten verpasse, mit den Leuten abzuhängen. Okay. Weil es genau wie früher ist, dass die Leute nicht abhängen wollen oder... Beautifully executed. Versucht sind, nicht abzuhängen mit uns. Einfach nur, weil wir die Sache noch nicht beendet haben. Weil sie haben beide da rumgestanden, einen Tag vorher. Und das kann nicht sein. Glaube ich nichts von. Hier, das ist für dich ein voller Erfolg. Oh ja, super, da haben wir schon das wieder bekommen von ihm. When are we gonna charge into Futaba's room? There's no point thinking it over now. Nee, offensichtlich nicht. Offensichtlich sollten wir sowas immer so früh wie möglich machen. Well, I got the calling card, so let me know when you decide. This is different from past cases. We'll be handing the calling card directly to Futaba herself. Once we give it to her, we'll head straight into her palace. There won't be any time for prep work in between, so make sure you're ready beforehand. Ja, dann speichern wir zur Sicherheit hier, falls ich doch nicht irgendwie ausreichend vorbereitet sein sollte. Auch wenn ich das bezweifle. Und dann geht's los. Netzwerk mal schauen. Lange nicht mehr gemacht. Level 38. Mein Gott, du. So hart level ich anscheinend gar nicht, ne? Ich bin jetzt, glaube ich, 35, richtig? Aber wie gesagt, kann sein, dass Leute noch mal Mentors gemacht haben danach. Und natürlich den Boss. Der Boss wird uns auch mal Level hochbringen, auf jeden Fall, denke ich. War im Palast, den Schatz gestohlen, haben einige heute auch gemacht. Guck mal, Zeit mit Makoto. Kann ich jetzt... Guck mal, Zeit mit Makoto hat er heute verbracht. Das kann ich nicht mal. Außer, mir wird die Karte schon wieder nicht angezeigt. Aber ich denke, es liegt daran, dass das die Leute sind, die schon den Dungeon abgeschlossen haben. Das macht anscheinend wieder was aus. Zeit mit Yusuke konnte ich einen auch verbringen. Wie? Ich konnte nur lesen. Also das ist wahrscheinlich auch irgendwie random. Gut, wie gesagt,
Ich werde ab jetzt die Plätze. Paletze, genau. Die Plätzchen. Nein. Die Paletze immer. Die Paläste immer so früh wie möglich machen. Das ist einfach besser. Weil ich mir einfach sonst die Möglichkeit verbaue, mit den Leuten abzuhängen. Und das ist ein Fehler für mich. Also ich versuche ja möglichst viel mitzunehmen davon. Ne? Auch für mich, weil ich aus Eigeninteresse gerne viel davon erleben möchte. Let's go. Are you sure we're ready to go? Once Futaba sees the calling card, we'll need to head straight into her palace. Is that okay? Ja. Ich weiß. Ich weiß es doch. Oh, so you're set on doing this? Looks like it's my turn to unlock the entrance. Forgive me, Chief. How will we convince Futaba to let us into her room, though? Even Boss's forbidden entry. Seien wir ehrlich. Yes. That is the best course of action. You know a method? I think it's quite straightforward. Futaba doesn't know what we're doing inside her palace, correct? Hence, if we tell her we've come to steal her heart, she'll surely open the door and let us inside. Wait, that's it? Futaba wants to have a change of heart. After all, she contacted us for that express purpose. That desire should lead her to open the door as well. You're right. Our feelings should get through if we just try and talk to her. All right, I believe in Futaba. Come on, let's get this done. Ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. An eyeball? What's this? Huh. When did it get on here? Okay, das war ja schon irgendwie denkbar, aber ich bin immer überrascht, dass sie das jetzt schon auf dem Handy hat. Okay. Who are you? I am the other you. Is this some kind of hallucination? It's different from usual. How long will you continue blaming yourself and shutting yourself away from the world? Blaming myself for what? For your mother's death. Don't you think it's time you grasp the truth of that moment? What happened before your eyes? What happened to your mother? The truth. Why did you choose to rely on the Phantom Thieves? That's... Are you simply going to shut yourself in and do nothing? Are you going to avert your eyes from the true answer? If so, I will kill them in your world. I... What should I do? We're sorry for sneaking in so many times, boss. There's no mistaking it. This is the same door as in the palace. Hello, Futaba. You're there, aren't you? Please, answer us. I doubt she'd answer. Alibaba, we know you're there. It doesn't matter if it's through chat messaging, just answer us. Du hättest mir sagen sollen, dass du herkommst. In order to steal your heart, we need you to open this door. We can't change your heart otherwise. Please let us in. Ich bin mental nicht darauf vorbereitet. Mach dich bereit. Das kommt zu plötzlich. The other you within your heart told us to have you open it. Deep down, you want to open this door, don't you? Das andere Ich in mir? Right. We're trying to uphold our promise, but you're the one resisting us. Gib mir etwas Zeit. 10 seconds. Das ist zu wenig. Wenigstens ein paar Minuten, bitte. Fine, but if Boss comes home, we'll kick down the door and enter if we must. Time's up, Alibaba. Okay, ich öffne sie jetzt. We need to change her cognition.
Better to be completely safe than sorry. So she has to be the one to invite us in. Futaba, please open the door. All right, let's go in. What is this? Das ist eine Schocktherapie, wenn da so viele reinkommen. Ich hätte ja vielleicht mit einer Person begonnen. Medical Science, Information Technology, Biology, Psychology. These are all technical books. She keeps herself cooped up in a room like this all the time? Where's Futaba? Müsste ziemlich stinken hier drin, oder? Ich meine, die ganzen Müllbeutel, die wahrscheinlich schon länger da liegen, in einem engen Raum, der scheinbar kaum bis gar nicht gelüftet ist. Das Fenster ist wahrscheinlich zu. Es dürfte nicht so schön hier drin riechen. Where could she be hiding? The closet? She'll shut herself in to the bitter end, hm? Even if that door's opened up, we'll get stopped again inside. I bet a fence or something formed right in front of the treasure now. This makes no sense! Explain yourselves! Whoa, she talked! We need it to change your cognition. Unless we do so, we can't steal your heart. I highly doubt she would understand it, even if we explained it to her. So basically, my cognition is being a hindrance, keeping you away from the core of my cognitive world? Huh? She understood it? Why do you know about that? Who are you? Why'd you call yourself Alibaba and make things more complicated? If you wanted help, you could have just asked for it. Because I was embarrassed. Huh? Oh, my bad. I didn't catch that. Das war ja peinlich. Because I was embarrassed. I think I get it. Asking someone for help isn't that easy. Futaba, can you tell us more? How do you know about the cognitive world? Because I knew about it. Oh, that reminds me. Boss was talking about cognition or something before, right? You think this is related to how he was getting grilled by that one lady? Perhaps her mother was researching this cognitive science that was mentioned? Cognitive science with a PSI in front? Less science, more supernatural? That's important. Okay. Well, that certainly got her attention. It seems we're on the right track. So, cognitive science? Futaba, what was your mother working on? Please tell us. What happened? She's not answering. Yo, maybe save this for later? Seems she's been through some serious shit, so, you know. True. She did say things like, die. Hold on. Futaba-chan, did you really kill your mother? Whoa, you moron! Wasn't her death an accident? What actually happened? Maternity neurosis? Is that really true? On. We saw what your heart is like, but we still can't figure anything out. The mother that Boss told us about is completely different from your cognition. We want to hear the truth from your mouth. My mom was... one who killed her was... It's possible that she can't remember because her heart has become distorted. I'm so sorry, Futaba-chan. It's just that... I went through a lot myself, and I... I'm sorry. There! Now steal it! Oh, man. What's gotten into you all of a sudden? Come on! Hurry it up! We did come to steal your heart, but it's not really done right here at this moment. All you really had to do was open that closet door.
I'm sorry we made you jump to conclusions. You don't have to be like that. I see. She went back in! What's the meaning of this? Did you guys trick me? No, please listen. There's a reason we had to do this. She's aware of the cognitive world, but it seems she doesn't understand how a change of heart occurs. Futaba, how much do you know about the cognitive world? I know that there's another world based on cognition, but I don't know how to get there. Can you guys go there? You said you saw my heart earlier. Yes, that's right. How do you do it? We use a smartphone app. An app? Yes. By entering the required information, we can go to the cognitive world. A name, a place, and a distortion. Those three. So in this case, Futaba Sakura, Sojiro Sakura's house, and... Futaba? You don't happen to have this app, do you? I don't. Thank goodness. Okay, then. Das war gelogen. Can you take me with you too? Was sollen wir tun? Why are you even asking? Of course she can't come with us. I'll leave it to you then. Good. And you better not forget about our promise, all right? Oh yeah, almost forgot. The treasure's not gonna appear if we don't ever read this. A calling card? It's the one you prepared. Read it. I can't read it. It's too dark. Mach den Schrank auf. You could just come out. It's embarrassing. What? I'll make sure she reads it, so you guys go on ahead. Futaba, make sure you read it, okay? Okay. Let's see. Futaba Sakura has committed a great sin of drowning in sloth. Thus, we will rob every last bit of those distorted desires. No, I'm going to die. Ich hoffe nicht. Good. Kitty, you again? Gut, gut. Damit ist ja wohl alles vorbereitet für den Bossfight. Sicherstufe im Palast ist so extrem, dass mir selbst hier draußen die Haare zu Berge stehen. Hä? Utama wollte doch unbedingt, dass wir ihr Herz stehlen. Was ist da bloß los? Irgendetwas an diesem Ort stimmt ganz und gar nicht. Wie auch immer, es gibt jetzt nur noch eine Sache zu tun. Und da wir die Karte geschickt haben? Ja. Yeah. Aber hallo, egal was sie sich uns in den Weg stellt, wir schnappen uns den Schatz auf jeden Fall. Ja. Das hoffe ich doch. Dann machen wir aber am nächsten Mal. Wir wissen genau, das wird ziemlich lange dauern. Story-technisch und kampftechnisch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe dann, dass ich nach der Erfüllung des Herzdiebstahles problemlos mit allen Leuten abhängen kann, wie ich es gerne möchte. Ich überlege mir noch, wen ich mitnehme in den Kampf. Und dann legen wir beim nächsten Mal los, ja? Bis dann. Bye, bye.